Willkommen bei Video Wissen. Ich heiße Manfred Geider, bin Astrophysiker und leite das DLR Astroseminar. Also mein Interesse für Astronomie fing an, ich mich so noch erinnere, mit einer Sternkarte, die mein Großvater aus den Wirren des Zweiten Weltkrieges gerettet hatte. Das war so eine Kosmos-Sternkarte von Robert Henseling aus dem Jahre 1932. Ein bisschen im alten Stil noch gemacht. Und die faszinierte mich so als Jugendlicher, nicht als Jugendlicher, als Kind. Im Alter von 4 bis 5 Jahren fiel die mir in die Hände. Die hatte so einen dunkel-azurblauen Hintergrund, auf dem dann die Sterne als Punkte oder als kleine Sternchen angedeutet zu sehen waren. Und ich war neugierig und wollte dann mehr darüber wissen. Und so fing mein Interesse für die Astronomie an. Mein Interesse war natürlich für Astronomie immer sehr stark gewesen. Und auf dem Gymnasium hatte ich auch gewisse Stärken in den naturwissenschaftlichen Fächern. Und so habe ich mich dann entschlossen, Astronomie zu studieren. Ich hatte auch überlegt, Biologie wäre auch noch in Frage gekommen. Aber mein Herz schlug dann doch mehr für die Astronomie. Und wie fing es an? Mit einem Vorsemester, damit man so auf Universitätsniveau ein einheitliches Niveau in der Mathematik und in der Physik bekam. Und dann habe ich an der Universität Bonn regulär Physik und Astronomie studiert, bis zum Vordiplom 4 Semester und dann bis zur Diplomarbeit nochmal weitere 5 Semester. Und daran schloss sich dann die Promotion an. Ich habe 33 Jahre lang im Raumfahrtmanagement gearbeitet, also nicht in der aktiven Forschung, aber doch sehr nah an der Forschung dran. Im Raumfahrtmanagement, also in der Verwaltung von wissenschaftlichen Raumfahrtprojekten, macht man natürlich selber keine eigenständige Forschung mehr. Aber es ist natürlich sehr erhebend und erbauend, wenn dann so ein Projekt auch gelingt. Ich erinnere mich an die Cassini-Mission, die 1997 erfolgreich gestartet wurde, nach 7 Jahren dann am Saturn ankam und in die Umlaufbahn um den Saturn wie ein künstlicher Mond eingeschwenkt wurde. Und diese Mission hielt ja auch noch bis zum Jahre 2017, sodass man also da auf eine ganz großartige, erfolgreiche Mission zurückblicken kann, an der man selber dann auch einen ganz bescheidenen Anteil hat. Aber das ist natürlich schon etwas, was einen auch sehr freut und das man auch sehr genießen kann. Ein anderes Projekt war die Corot-Mission, gestartet Ende 2006, ein Vorläufer für die Suche nach extrasolaren Planeten vom Weltraum aus. Dann gab es weitere Missionen der Amerikaner Kepler und demnächst soll es auch die Mission, die europäische Mission Plato geben. Das sind dann Projekte, die dann auf den allerersten Missionen aufbauen, die dann auch schon sehr, sehr gute Resultate liefern. Ja, die Projektarbeit ist nicht immer ganz einfach. Es sind einmal die finanziellen Schwierigkeiten, die immer wieder auftreten, die es zu bewältigen gibt. Es sind auch, man könnte sagen, gewisse menschliche Schwierigkeiten mit verschiedenen Leuten, das alles auf einen guten Weg zu bringen. Man muss ein gewisses Händchen dafür haben, dass man so ein Projekt über alle Hürden und Klippen hinweg bringen kann. Also ich habe immer sehr viel auch Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Das fing an mit meiner Mitgliedschaft in der Kölner Volkssternwarte und hat sich dann durch das Studium hinweg durchgezogen. Ich habe viel geschrieben für Bild der Wissenschaft, Bücher übersetzt im astronomischen Bereich, auch selber Aufsätze verfasst, Vorträge gehalten an Volkshochschulen, an allen möglichen Einrichtungen und sogar dann über viele, viele Jahre bis heute hinweg Führungen in einem Planetarium in Köln-Nippes gegeben, wo ich auch noch immer dran beteiligt bin mit einer Kollegin des DLRs. Dort führen wir Schulklassen durch einen Keller, der als Planetariumskeller wunderbar didaktisch sehr wertvoll ausgeschmückt ist. Und dort befindet sich auch noch ein kleines Zeiss-Planetarium, ein ZKP1 aus Jena, was wir dann für Führungen entsprechend nutzen können. Ein weiteres Projekt, sage ich mal, das ist das DLR Astroseminar, das ich seit 1995 gestalte und betreue und moderiere und auch selber Vorträge halte. Eine sehr gute Einrichtung inzwischen. Wir haben
sagen wir mal, so rund 250 Teilnehmer zunehmend. Und das ist schon eine sehr, sehr schöne Entwicklung, wenn man das verfolgt von 1995 an bis zu dem, was es heute geworden ist. Da bin ich sogar ein wenig stolz drauf. Dieses Astro-Seminar werde ich, soweit es geht, noch weiter betreiben. Das Gleiche ist auch meine Tätigkeit in der astronomischen Wissensvermittlung. Da habe ich eben schon angesprochen hatte, steht das Planetarium, die Planetariumsführung ganz oben auf und sonst stehe ich auch immer bei Anfragen astronomischer Art oder eigenen Ideen, die ich habe, dann bereit und versuche das gut zu vermitteln. Ja, wer Naturwissenschaften studieren möchte oder sich damit näher beruflich befassen möchte, der sollte sich zunächst einmal prüfen, habe ich nicht nur eine Neigung für dieses Fach, sondern bin ich dafür auch geeignet. Und das stellt sich eigentlich schon in der Schule heraus, wenn man keine Schwierigkeiten hat oder keine größeren Schwierigkeiten mit Naturwissenschaften, mit der Mathematik, mit der Physik oder Chemie oder was es auch immer ist, dann hat man sicherlich auch eine gute Eignung für dieses Fach. Und dann muss natürlich auch die Neigung dazu sein. Man muss es auch gerne wollen. Man muss davon begeistert sein, vielleicht sogar eine gewisse Sehnsucht, verspüren, sich in diesem Bereich weiter zu betätigen und zu entwickeln. Das ist also eine gute Voraussetzung. Ein zweiter Punkt ist, dass man, wenn man diesen Entschluss gefasst hat, frühzeitig versucht, Kontakte zu knüpfen. Bei mir fing es an mit der Kölner Volkssternwarte, ein Verein, wo man Gleichgesinnte trifft, wo man im Austausch steht. Das hilft also ungemein weiter auf dem persönlichen Weg in der Disziplin, die man ausgewählt hat. Das ist also ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und dann, ja, das kann ich jedem, der studiert, mitgeben, möglichst zügig studieren, also gründlich und zügig. Nicht so lange die Zeit verstreichen lassen mit Dingen, die vielleicht nicht so in diese Richtung führen, sondern eher gewisse Ziele anstreben und die dann in einer moderaten Zeit auch versuchen zu erreichen. So kommt man dann weiter.